Moin Leute, was geht? Mystic von Tier Gaming wieder zurück und wir spielen Battlefield 4 zusammen mit dem Schocki aka Neo Schocki aka Kim. Hallöchen. Servus. Was geht? Ja, wir haben uns mal entschieden, ein bisschen together aufzunehmen, weil ich habe ja in der letzten Zeit ziemlich viel alleine aufgenommen und das macht halt nicht besonders viel Spaß. Also doch, schon Spaß, aber halt nicht so viel, wie es machen könnte, wenn man das mit Kim machen kann. Ja, natürlich. Ich weiß. Nein, Quatsch. Natürlich, aber mit Kim macht's auch mehr Spaß. Ist so. Und ja, die Leute mögen dich auch, Kim. Das muss man auch sagen. Schreibt mir doch in die Kommentare und gebt mir den Daumen nach oben, wenn ihr Kim mögt. Verpiss dich mal. Und sagt, Kim ist der Größte auf der ganzen Welt, Mann. Nein, von hinten. Und sagt ihm auch mal, ihr könnt ja gerne, ich habe jetzt übrigens auf meinem Kanal, das ist jetzt ein bisschen ass, wenn ich das so sage, aber ich habe jetzt übrigens auf meinem Kanal, habe ich einen Link zum Spenden hingepackt. Dann könnt ihr mal da schön spenden, damit mich Kim mal besuchen kommen kann. nee, das ist jetzt ohne Witz, ich habe so ein Sozi-Aufruf, Alter. Ja, Mann, sowas sowieso, so Hartz IV. Bitte, ich brauch Geld für Weed und so ein Bullshit. Ich habe echt jetzt für die Leute, die mich mal unterstützen wollen, ich habe auf meiner Website die Möglichkeit eingerichtet, dass wenn ihr beispielsweise über Amazon Sachen bestellt, dass ihr dann einfach über meinen Link auf Amazon geht. Das kostet euch nicht mehr und ich krieg dafür von Amazon eine, wie soll man das sagen, wie nennt sich sowas überhaupt? Entschädigung. Nee, das ist eine Entschädigung, ist ja keine Entschädigung, ist ja... Naja gut, du versklavst die Leute dazu, bei Amazon zu bestellen. Nein, ich meine, das ist ja nur für die Leute, die tatsächlich auch bei Amazon bestellen, sonst, die müssen ja nicht da bestellen. Wenn ihr das so oder so macht... Das ist so eine Abgabe, so eine so mäßig Werbeabgabe. Ja, genau, das liegt halt daran, dass ich beispielsweise halt die Kunden vermittelt habe und deswegen kriege ich auch von Amazon dann ein bisschen Geld. Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 3-4% auf das, was ihr kauft. Was ich eigentlich noch erstaunlich viel finde. Muss ich schon sagen. Also überlegt. Ich muss unbedingt anfangen, die Infrarotlaser von meinen Waffen zu entfernen, Alter. Wieso? Weil die dich nur unnötig verraten. Wieso Infrarotlaser? Die verraten dich doch nicht. Doch. Der Gegner sieht das, wenn du an der Wand längs läufst und was weiß ich, gegenüber streite ran, dann sieht der Gegner das. Ein Laser meinst du einfach, diese normalen, ja, Laser? Diesen Rotpunkt. Was? Hallo. Sack und weg. Ich spiele übrigens mit der L85A2. Die finde ich im Übrigen sehr geil. Oh, da sind ein paar mehrere Sniper. Das machen wir jetzt mal so, dass ich da mal schön eine Granate hinwerfe. Und einmal getroffen. Au, oh, shit. Nein, aber ich dachte, da wäre doch noch ein Roofcamp. Und der liegt da voll auf dem Dach und campt wie die Sau, oder? Ey, das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich habe schon 10 getötet. Ich habe gerade mal 5 getötet, ja. Nee, ich habe auch das Gefühl, dass ich... irgendwie 33 Kills, also muss ich jetzt mal reinhauen. Warum brauchst du 33 Kills? Wofür denn? Dann krieg ich so ein Waffen-Battle-Pack. Ja, gut, ey. Was? Ich kann den auch nicht alles haben, ne? Ja, aber ich kann ja die Kills machen, dann hab ich's. Ja, nein! Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich ein Medipack werfen und nicht eine Granate, aber du... Kommt ja auch selber hinaus, ne? Alter, man immer sieht mich, ey, kleiner Anmacher. Das ist so ärgerlich. Was für eine Granate hattest du dabei? Ich habe immer diese Impact-Granaten, das ist die geilste, weil wenn die ankommt, dann explodiert die direkt. Ich finde die Minis sowas von cool. Ich muss sagen, ich finde die Impact besser. Vor allen Dingen deswegen halt, weil sie genau dann explodieren, wenn sie ankommen. Du musst sie nur präzise werfen und gut ist. Hier war doch einer. Wäre doch so ein kleiner Wichser, genau da war er, Alter. Ist hier sonst noch wer? Nee. Der sitzt hier einfach knallhart hier in den Büschen, im Gestrüpp, Alter. Da oben waren sie doch, oder? Oder da oder so, keine Ahnung. Schmeiß mal hier schön ein Medikit hin. Alter. Fick dich, Alter, kommt einer dahin.
Mann. Gut, dann spawnen wir halt nochmal. Ach, vorhin hat er mich, glaube ich, schon gesehen, Alter, die Scheiße. Im Übrigen kannst du ja mal den Leuten erklären, warum du so lange nicht mehr mit mir gespielt hast. Weil ich umgezogen bin, arbeiten muss den ganzen Tag. Weil ich meine, ja. In der Vergangenheit haben wir ja öfter mal zusammen gespielt, ne? Wenn du dich richtig erinnern kannst. Da hatte ich aber auch mehr Zeit, muss man. Also so vom. Gut, jetzt hast du ja auch Urlaub. Ist ja auch mal eine Sache, ne? Ja gut, heute ist der letzte Tag von meinem Urlaub. Wie? Ja, Donnerstag, also Mittwoch muss. Warte mal. Nur noch morgen und dann muss ich zur Arbeit. Shit, ich revive wie Sau, aber. Aber dann ist ja schon wieder Wochenende. Ja. Aber übrigens könnt ihr auch Kim danken in den Kommentaren dafür, dass er dieses super Kanaldesign gemacht hat für meinen Kanal. Diesen Kanalbanner, den ihr jetzt da oben schön seht auf meinem Kanal. Der ist neu und der wurde von Kim erstellt. Also wenn ihr was wollt von Photoshop oder so, einfach dem Kim schreiben, der macht das gerne. Genau. Genau. Stimmt's oder habe ich recht? Wenn man mal Zeit hat, kann man bestimmt mal das ein oder andere machen. So, ihr kriegt hier von mir auch einen Medipack. Alter, ich will Medipack. Vier. Das Medipack ist irgendwie, wurde entschärft, habe ich das Gefühl. Also, man kann es nicht mehr so oft, man kann nicht Medikits spammen irgendwie. Oh Mann, warum steht das? Ich bin voll schlecht. Ich bin voll schlecht, ich muss eine andere Waffe nehmen. Scheiß mal auf Battlefield. Battle Pack. Brauchen MG oder was so. Ich finde an der L85 ist, dass sie ein bisschen zu stark verzieht. Das gefällt mir nicht besonders. Muss ich sagen. Finde ich schade. Die L85, die schaltest du über. Das ist eine von den neuen Waffen. Die verzieht mir ein bisschen zu viel. Suppression Assist, gut. Immerhin, ne? Schmeißen wir hier mal. Nein, auf die 4. Wo hab ich denn. Ah, auf der 3 liegt das Ding, kein Wunder. Warum bin ich jetzt eben an der Treppe gestorben, Alter, wenn die nicht mal eingestürzt ist? Einfach so, weil du ein Penner bist, deswegen. Hier, Medikit. Messer, Alter. Kill Assist. 3. Ja, was geht jetzt ab bei ihm? Achso. Bei wem jetzt? Ich wollte gerade sagen, ich stehe gerade neben einem, er schießt, ich wollte die messern und auf einmal sterbe ich. Guck mal. So, jetzt. Echt das auch. Also schön Granaten. Noch eine. Mehr so. Ja, auf jeden Fall was getroffen. Ja, M16A4 freigeschaltet, Alter. Ich geh kaputt. Oh ja, ich geh kaputt. Da kommt auch eine Granate geflogen. Wie so ein Assi stehe ich da. Ah, Granate! Wo geht's denn ab hier bei dir? Ja, da auf der anderen Seite vom Haus. Ich weiß nicht, wo du stehst. Mann. Wie so ein Anfänger wurde ich gerade weggenutzt, Mann. Das war himmeltraurig, ich schwöre. Schwöre, Alter, oh, ich schwöre. Das ist traurig, Alter, weil. Weil es einfach arm ist. Und du hast bessere Stats als ich. Das ist schlecht, oder wie? Ja, gut, aber es kommt auch hinzu, ich mag die Map. Map. Magst du nicht? Nein, die Map. Warum nicht? Mag ich nicht. Warum? Der Map ist nicht schlecht, oder? Der Map ist sogar sehr gut. Nee, ich mag die Map nicht. Keine Ahnung warum. Ich glaube, die ist mir zu. Warte, zu offen. Ich muss sagen, ich mag die. Also, die ist eine von den neuen Maps, die ich mag. Wo, what the fuck? Wo wurde ich jetzt denn gekillt überhaupt, Mann? Was soll. Ich hab den schon zweimal gemessert, Alter. Der ist auch, glaube ich, voll unglücklich. Ich muss jetzt kurz mal meine Waffe hier upgraden. Upgraden. Ich pack jetzt hier mal kurz Laser Sight hin und Ergo Grip. Dann ist er präziser und ist nicht mehr so ein Bullshit, weißt du? Oh, immer von hinten! Magst du es nicht von hinten? Nee, Alter. Deine Freundin? Vielleicht. Ich kann ja nicht für sie antworten, ich weiß es. Keine Ahnung, du weißt es nicht. Wie lange bist du mit dir zusammen? Keine Ahnung, ein paar Jahre, 6, 7, 8. Ja, eben. Und dann sagst du mir, du weißt nicht, ob sie es von hinten mag oder was. Alter! Kommt immer auf die Tage drauf an, denke ich mal, ne? Auf ihre Tage kommt es drauf an? Ja, nein, das stimmt allerdings.
Ja, du kleiner Pirat. Sticht auch gerne mal in die rote Säge. Ja, egal. Wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dann seid ihr definitiv zu jung, um meine Videos anzugucken. Meinst du? Ja, Mann. Sterb halt. Enemy killed. Alter, ich bin so gut wie tot. Ja, und dann kommen immer diese... Mann, meine Granate kommt einfach nicht an. Jetzt hast du mich überholt mit den Punkten, siehste? Siehste? Musst du ja irgendwann mal, ne? Musst mich ja überholen, Alter. Musst ja hier richtig abgehen und alles kaputt machen. So, Granate, komm! Hier, nimm! Friss das! Mann, mit den Granaten erreiche ich einfach nie was. Das ist... Wobei, die habe ich schon... Hast du dich auch schon alle freigeschaltet? Am Ende kriegst du ja diesen, komischen... Runde gleich vorbei, ja, noch 6 Kills, er Alter. Was ist er denn für ein Bastard? Wieso? Wie legt C4? Ja, er hat wohl gesehen, dass ich revive werde, hat C4 hingeworfen. Gut, Runde vorbei, wir haben leider verloren. Aber naja, die Runde war eigentlich ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Adios, putos. Servus.